Sie und Ihre Freundin. In der einen Minute waren sie noch da und dann konnten wir sie nicht mehr finden. Wir haben nie wieder eine Spur von ihnen gefunden. Sie war damals 7 Jahre alt. Ich war 14. Schon bald hörte ich Gerüchte, dass die GRE Kinder für Tests entführte. Das riecht fest. Und das von der Armee verschleiert wurde. Sobald es möglich war, verpflichtete ich mich also für die PKs, weil sie die Armee und die GRE genauso hassten wie ich. Und das war's. Okay, Aiden, hör mir zu. Jeder Ausgang hat eine Notstromversorgung. Such nach den Notstromaggregaten und beeil dich. Ich glaube, ich habe nicht mehr viel Zeit. Okay. Ja, Leute, mit diesen Worten, willkommen zurück zu Dying Light 2. Wir sind in der letzten Folge stehen geblieben. Wir wollen jetzt Anderson da rausholen. Die ist im Fahrstuhl stecken geblieben. Wir spielen hier die Uncut-Version natürlich. Und schön, dass ihr wieder da seid. Letzte Folge haben wir den lieben Barney leider getötet, weil er uns angegriffen hat und gefesselt hat. Harkon ist auch irgendwie geflohen, hat uns auch verraten. Oder was auch immer mit dem passiert ist, man weiß es nicht. Anderson, sag was! Scheiße. Mach einfach hin! Ich versuch mein Bestes. Moment. Oh Gott, ich muss alles zerstören. Ich muss alle zerstören? Okay, das wird heftig. Du kriegst aber erstmal einen Sperren dann in den Kopf rein. Oh Scheiße! Okay, müssen die irgendwie alle loswerden hier. Können wir das jetzt machen? Feinde in der Nähe. Wir müssen echt alle zerstören, ne? Anders kommen wir da nicht hin. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Immer noch Feinde in der Nähe. Den habe ich nicht kommen sehen. Den habe ich nicht kommen sehen, Leute. Okay. Wait, was ist da hinten? Ich muss hier ein bisschen rumrennen. Leider wenig Leben. Ich muss erstmal diese Schnellen hier loswerden, ne? Oh Gott, nein! Wir dürfen nicht sterben. Oh Gott, hier sind überall die Dicken. Irgendwie müssen wir doch da durchkommen. Können wir das Ding jetzt bitte nehmen? Wir können es immer noch nicht nehmen. Es kann doch nicht sein. Wieso müssen wir denn alle töten? Was ist das denn? Müssen wir echt alle töten? Habe ich noch irgendwas, was wir verwenden können? Ey, das gibt's ja nicht. Okay, die sind tot. Der ist auch tot. So, wir nehmen den großen Sprung. Wenn wir Glück haben. Oh je. Ne, es reicht immer noch nicht. Okay, wir müssen den großen noch töten. Scheiße, da kommen wir doch niemals hin. Aber was ist hier hinten noch? Was ist unsere genaue Aufgabe? Sichern Sie den Bereich, starten Sie den Generator. Ja, okay, das ist echt. Also müssen echt alle töten. Ey, aber das ist ja. Das ist ja fast unmöglich ohne Mollys und so weiter. Okay, wir müssen kurz was craften, Leute. Molotov-Cocktails. Machen wir am besten ganz viele. Und dann können wir die quasi verwenden. Gegen die Dicken. Weil das macht gut Schaden, glaube ich, oder? Oder wir verwenden die hier nochmal. Hey, Jungs. Ja. Es hat gut Schaden gemacht. Das hier auch. Das hier auch. Okay, noch ein. Ja, wir dürfen halt auch nicht zu laut sein, weil die ganzen anderen Viecher werden jetzt angelockt dadurch, ne? Ah, Mann, ey.
Der ist tot. Komm, ich krieg noch einen ab. Einer ist tot. Ja, jetzt kommen natürlich die Schnellen wieder an. Die von Lärm angelockt werden. Oh Gott! Nein! Oh. Komm, noch ein Schlag. Oh nein! Ey, ich habe keine Waffen mehr, oder was? Ich habe keine Waffen mehr. Wie kann das denn passieren? Wie kann man denn jetzt keine Waffen mehr haben? Das wollte ich eigentlich nicht nehmen. Das wollte ich nehmen. Wie kann man denn jetzt keine Waffen mehr haben, Leute? Hier sind noch, ey, hier sind noch genügend Waffen. Was ist los mit Aiden? Hier, nimm das hier. Das auf die 2. Ey, Leute, ich voll im Stress hier bei diesem Game, ne? Okay, weiter geht's. Hätte ich auch gewohnt, wenn ich keine Waffen mehr hätte. Okay, das war's. Gut. 6 Minuten gefightet, Leute. Oh, shit. Okay, okay, das Feuer hält sie auf. Sehr gut. Wie komme ich jetzt hier rüber? Komme ich irgendwie rüber? Von oben wahrscheinlich, ne? Ja, ich weiß, ich hätte die Dicken noch looten können. Es gibt so Sondermarken, aber... Wir müssen Anderson retten, Leute. Wir haben keine Zeit für sowas. Oh Gott, okay. Wir haben echt lange gebraucht, ne? Vielleicht ist sie ja echt tot schon. Let's go. Der zweite Generator. Was ist das denn für einer hier? Okay, ist mir da hinten hin. War das der Fahrstuhl, wo Anderson feststeckte? Ist das... Oh nein, es ist offen, ne? Ich hoffe, sie ist nicht tot. Ne, ist noch nicht offen. Wir haben hier nochmal einen... Generator, den wir anmachen können. Den Hauptgenerator. Bin gleich da. Moment. Anderson, ich bin gleich da. Dauert nicht mehr lange. Anderson, sag was. Oh mein. Scheiße. Alter, wo kommt die denn her jetzt? Ey Leute, man kann hier nichts machen, ne? Alter, was ist denn mit euch? Oh, die Musik ist so erdrückend. Ich glaube, sie ist echt dead, ne? So, aus dem Weg jetzt, meine Saftsäcke. Komm, geht's weg, bitte. Ne, looten wollen wir nicht. Wir wollen den Fahrstuhl holen. Oh, nein! Nein! Nee, das ist sie nicht, oder? Oh mein Gott, sie ist tot. Du hast mein Leben gerettet, Anderson. Danke. Schlaf gut. Wow. Der ganze Aufwand und sie ist tot. Sie hat unser Leben gerettet. Sie hat uns geholfen. Sie hat uns vertraut. Und jetzt ist sie so gestorben im Fahrstuhl. Ich bin hier. Ist Anderson bei Ihnen? Leider nicht. Sie hat's hinter sich, Ether. Sie hat mir das Leben gerettet. Wer war es? Die Freaks vom Bazaar? Nein, es ist halt einfach so passiert. Wir müssen das Windrad zurückerobern. Deshalb habe ich Einheiten zum Bazaar geschickt. Wir werden bei den Wilden aufräumen. Ich habe gehört, dass der Tunnel durch die Explosionen versperrt wurde. Tut mir leid. Das Stadtzentrum wird wohl noch etwas warten müssen. Ist schon in Ordnung. Ich muss sowieso zuerst etwas zurückholen. Puh. Aito interessiert es irgendwie nicht, dass Anderson dead ist.
Hätte ich ein bisschen mehr Emotionen erwartet, ehrlich gesagt, von ihm. Aber er ist echt ein harter Brocken. Lebst du noch? Tja, die habe ich das nicht zu verdanken. Die Leute vom Bazar sind komplett durchgedreht, Aiden. Sie metzeln die PKs ab. Mich hätten sie auch um ein Haar erwischt. Ich komme dich holen. Nicht nötig. Hast du den GRE-Schlüssel? Ich hab alles, Amigo. Komm zu Sarah und Jana. Der Tunnel zum Stadtzentrum ist versperrt. Ich hab eine andere Idee. Beeil dich! Okay, Hakun möchte. Hat uns doch nicht verraten? Das weiß man halt alles nicht, ne? Ah, solange er den Schlüssel noch hat, ist ja alles gut noch, ne? Weil der Schlüssel ist echt wertvoll. Kommen wir irgendwie rauf, intelligent? Also irgendwie ganz easy. Ohne irgendwie zu sterben. Ja, ne? Ja, komm mal easy auf. Boah, Leute, wie die Story sich hier entwickelt von Dying Light 2. Das ist Wahnsinn, ey. Anderson einfach gestorben, ey. Ich glaub's nicht. Barney tot, Anderson tot. Warum können wir nicht einfach Frieden schließen mit allen? Und dann können wir zusammenarbeiten. Nein, immer gegenseitig sich auf die Fresse hauen, ey. Hakon? Hakon! Na endlich, Mann. Los jetzt. Als Jana hörte, dass du kommst, ist sie mit Sarah abgehauen. Sie mögen dich wohl nicht besonders. Wo sind sie? Oh mein Gott. Bleib cool. Zeig. Zeig, ich helfe dir. Scheiße. Warte. Zeig mal, ich helfe dir. Ganz ruhig, das wird schon wieder. Was ist das? Nee, oder? Die Wunde durch den Lazarus? Also hast du Lukas getötet? Ohne den Schlagring hätte die Sache bloß ein paar Sekunden gedauert. Ich dachte, er wäre ein besserer Kämpfer. Was redest du da für einen Scheiß? Mit der Wunde kann ich es auch zugeben, also oder? Hast du sein Tattoo rausgeschnitten und es Barney verpasst? Waltz hat seinen Tod befohlen. Du arbeitest für Waltz und sagst nichts? Du Stück Scheiße. Du kapierst nicht. Waltz hat mich umgebracht, genau wie Dylan. So wie jeden, der rebelliert. Ich muss hier weg, okay? Ich konnte es dir nicht sagen. Wieso? Du weißt, dass er es war, der mich als Kind gefoltert hat. Ich habe es dir nicht erzählt, um dich zu schützen. Wenn du wirklich was rausfindest, was über deine Schwester rausfindest, bringt Waltz dich um. Wo ist er? Da, Kacke! Wo ist Waltz? Wir wollten uns unter der Elektroautofabrik treffen. Im GIE-Tunnel. Aiden, ich schaff das hier nicht, okay? Die machen mich platt. Willst du abhauen? Willst du jetzt abhauen? Gib mir den GRE-Schlüssel zurück, Hakon. Yeah. Okay, den haben wir. Was nun? Scheiße, ich überlasse Hakon seinem Schicksal oder wir helfen ihm? Man muss zurückdenken, Leute, er hat uns beim ersten Mal gerettet. Ohne ihn wären wir tot. Darum hat er noch einen bei uns gut, aber er ist echt ein Stück Arschloch, wirklich. Einen großen Haufen hinterlistiges Stück Code. Wir helfen ihm. Für das, was du getan hast, solltest du sterben. Ja, du hast ja recht. Erst finde ich diesen Scharfschützen. Im Ernst? Das würdest du tun? Leben gegen Leben. Danach sind wir quitt. Ja, so hätte ich es auch gedacht. Jetzt sind wir quitt. Wir haben uns beide gegenseitig einmal gerettet. Und das war's. Das ist eine, ja. Ey, wegen ihm ist Barney tot, ne? Er war unschuldig. Wir haben Barney getötet. Siehst du den Scharfschützen? Nein, nichts. Nimm dein Fernglas. Schnauze. Auf deine schlauen Tipps höre ich nicht mehr. Ja, gut. Ich weiß, ich hab Scheiße gebaut. Belassen wir es dabei. Da hinten, ne? Okay, wie kommen wir da am besten hin? Diese Bolzen fliegen weit und schnell. Such dir ein Versteck. Meinst du, die Info wäre neu für mich, Hakon? Oh, scheiße. Okay. Verfolgen Sie den Scharfschützen. Erreichen Sie die Position des Scharfschützen. Der ist irgendwo da oben, ne? Kommen wir hier irgendwie... Ja, ja. Kommen wir irgendwie gut durch, oder... Oh! Oh! Alles okay? Was ein Arsch! Ja, mir geht's gut. Ganz schön clever. Schön die Panzer abgeschossen. Verdammt, Hakon! Ich bin zu auffällig.
Lauf, Junge, lauf! Der Sack hat Augen wie ein Adler. Kommen wir hier nicht hoch? Doch, hier kommen wir doch hoch, oder? Hier kommen wir easy hoch. So, wo ist der Sack? Da hinten. Er stand gerade hier. Okay, wir kommen jetzt am besten rauf. Wahrscheinlich von der Seite her, ne? Alter, was ein Scharfschütze. Ey, komm, den holen wir uns jetzt. Habt ihr gesehen, wie der geportet ist bei mir? Oh mein Gott, du Saftsack, du. Mist, er hat die Leiter weggestoßen. Aus der Überraschung wird also nichts. Uns fällt schon was ein. Ja, okay. Bist du noch ganz? Noch, ja. Ich muss irgendwie hinter ihn. Ja, wahrscheinlich hier hoch dann, oder? Wir haben ein bisschen Leben verloren durch den Sturz, oder? Kann das sein? Okay, wie kommen wir am besten hoch? Wir könnten... Kann man nicht einfach hier hoch? Dieser Willem Tell nervt. Der ist zu gut. Wer will dich sonst noch töten, Hakon? Aether? Die Picards? Ich komme mit dem Tell nicht mehr nach. Da oben hockt er. Da kommen wir nicht lang, weil die Leiter weg ist, ne? Das ist ein bisschen hier lang. Oh mein Gott, war das knapp. Und dann hier lang und dann hier rauf. Und dann darüber. Und dann die Leiter mal runter machen, falls wir da runterfallen. Dann hier hoch. Ich weiß, da war Honig, aber ich lasse es jetzt mal. Dann hier hoch. Zack. Oh Gott, Alter. Über den Käfig. Oh Gott. Wait. Ach so, ich verstehe. Oh, das wird jetzt... Ist, okay, jetzt, ja, der Käfig wackelt jetzt. Jetzt wird's eklig. Es ist wirklich sehr eklig gerade. Und jetzt rüber. Oh nein. Okay, das war knapp. Das war knapp. Wir sind fast gestorben, ne? Ich sag's nur, wie es ist, aber... Jetzt aber, komm. Jawohl, wir haben es geschafft. Geben wir uns noch eine Heilung, falls wir kämpfen müssen. Jetzt sind wir wenigstens wieder full life und dann gehen wir da rein. Oh mein Gott. Warum beschützt du dieses Arschloch? Wer hat dich geschickt? Der Weihnachtsmann. Das kann dir scheißegal sein. Wow. Such dir deine Freunde besser aus. Warum bist du hinter Hakon her? Ist das wegen Lukas Tod? Sag Hakon, die Sache ist noch nicht vorbei. Hey. Yo. Oh, das gab's im... Oh ja, das gab's auch im Intro irgendwo, ne? Auf YouTube. Diese Szene. Von den Entwicklern. Hakon, lebst du noch? Krank. Meine Uhr läuft noch. Hakon, sie ist abgehauen. Aber du bist in Sicherheit. Vorerst. Sie? Das war eine Frau? Fuck. Ja, und ich glaube, sie mag dich nicht. Klang nach was Persönlichem. Was Persönliches, hä? Huh? Da kämen viele in Frage. Aber ich weiß, wer es ist. Nimm dich vor ihr in Acht, Aiden. Sowas Gefährliches wie die ist dir selten begegnet. Werde ich mir merken. Jetzt gehe ich zum Zentralring. Nimm dich vor Walls in Acht, Aiden. Im ganzen Stadtzentrum sind Abtrünnige aufgetaucht und er arbeitet mit ihnen. Er sucht nach dem Schlüssel, den du hast. Ich habe keinen Bock mehr, auf dich zu hören. Aether! Aether, kommen! Aiden, sagen Sie mir, was ist da los? Ach, Sie haben ja keine Ahnung. Barney und Sophie haben Lukas nicht getötet. Hakon war es. Was? Wie? Walls beauftragte ihn. Und damit ist mein Teil der Abmachung erledigt. Sie sind am Zug. Moment. Aiden, haben Sie Walls gesehen? Wissen Sie, wo er sich versteckt hält? Na, bei der alten Autofabrik. Wir treffen uns also dort. Walls ist verdammt gefährlich, Aiden. Er ist ein Abtrünniger.
Wir müssen ihn uns schnappen. Und was ist mit dem Zentralring? Der Zentralring kann warten. Waltz nicht. Vertrauen Sie mir. Wir sehen uns bei der Fabrik. Okay, dann gehen wir dahin. Ja, Hakon hat Barney wahrscheinlich, den Kommandanten gekillt. Was wissen Sie über Waltz? Nicht viel. Soweit ich weiß, ist er vor Jahren bei der GRI rausgeflogen, weil er illegale Experimente gemacht hat. Und jetzt ist er die rechte Hand des Schlechters. Wir suchen ihn, klar. Es gibt viele, nach denen wir suchen, aber vielleicht hat sich was geändert und Waltz ist aufgestiegen. Warum wollte er, dass Lukas stirbt? Das werde ich ihn als erstes fragen, wenn wir bei ihm sind. Tja, vielleicht wusste Lukas was wir alle nicht wissen. Und das wurde Walt ein bisschen zu bunt und hat ihn dann durch Hakon ausschalten lassen. Vielleicht, oder? Man kann nur ein bisschen munkeln und so ein bisschen spekulieren, ne? Aber im Endeffekt wissen wir alles halt erstmal nicht, was da so im Hintergrund abging. Hakon war ja auch ziemlich verschlossen, was das Thema anging. Aber ich glaube, wir sind auch ziemlich sauer auf ihn gerade. Und ich denke, wir werden da erstmal nicht mehr so gute Freunde werden, ne? So, müssen wir jetzt hier rauf, oder was? Können wir auf die Steine klettern? Ja, ne? Ja, das geht. Okay, wo müssen wir hin? Da vorne. 50 Meter. 50. Wir geben sich zur Dynamo-Fabrik. Moin. Let's go. Aether. Ich bin vor dem Tunnel, der zur Autofabrik führt. Der Eingang ist zu. Ich klettere hoch und komme übers Dach rein. Seien Sie vorsichtig. Waltz ist extrem gefährlich. Ich weiß. Ich werde versuchen, das Tor zu öffnen. Okay, dann klettern wir mal so rein, wahrscheinlich, ne? Hier wird's oh Gott, hier wird's ja schön angezeigt. Und jetzt? Ja! Oh Gott, es ist weit. Ja, und jetzt? Okay, das ist auch klar. Ducken. Ducken, schmucken, sage ich immer. Und. Juppada! Also Jump'n'Run. Joa! Hat man langsam ein bisschen raus, ne? Perfekt. Oh, hier gibt's sogar eine Leiter. Die machen wir mal runter. Falls wir irgendwie verkacken oder so. Aether, hat geklappt. Ich bin drin. Aether? Ich bin drin. Okay, wir haben's gleich geschafft. Suchen Sie nach Generatoren. Das Militär hatte sie immer als Notstromquelle. Bringen Sie einen Generator zum Laufen, dann sollte das Tor aufgehen. Na gut, wo ist denn der Generator? Schalten Sie den Generator ein. Alter, was ist hier denn? Oh, ein Dietrich Schwer. Ja, da müssen wir ein bisschen Feingefühl haben. Habt ihr den Feingefühl, Leute? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Oh, da. Yep, da ist es. Das können wir gut gebrauchen, das Zeug hier. Okay, wo ist der Generator? Ja, das looten wir jetzt erstmal nicht. Wir müssen hier einen Generator finden. Hier blinkt doch was. Oh, shit. Ich glaube, das war nicht gut. Ich glaube, das war nicht so gut, oder? Oh, das ist normal? Ist jemand Elektriker in den Kommentaren? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, das war schon normal. Hier zischt alles. Hier ist eine Tür. Natürlich abgeschlossen. Wir müssen aufpassen, wenn ich in dieses Strom reinlaufen, oder? Hier ist ein Generator. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Ach du Scheiße, es ist wie hässlich. Was bist du denn? Der, okay, das ist so ein Rammer, oder was? Ich glaube, der rammt gerne. Ah, sein Rücken ist seine Schwäche wahrscheinlich. Okay, versuchen wir mal auszuweichen. Na, komm mal her, Schnucki. Hä? Was war das denn?
Was? Wie, wir sind tot? Hä? Was war das denn? Der hat mich berührt, ich bin gestorben instant. Alter, ist einfach der neue Endboss. Wo bin ich? Ich sehe nichts. Hä? Wieso bin ich hier im Wohnwagen? Oh Gott. Ah, fuck. Ja, hallo, lass mich doch mal aufstehen. Boah, war das Ding eklig. Komm, weg mit dir. Und an das Ding hier, bitte. Oh Gott, wir haben es geschafft. Sind wir jetzt endlich safe erstmal? Bekommen wir jetzt endlich mal Verstärkung oder ist sonst irgendwas? Oder verlieren wir alle Freunde, die uns irgendwie helfen wollen? Ah, der Strom ist wieder an, zum Glück. Scheiß Sesam, öffne dich. Diese Dinger wurden seit 15 Jahren. Ah, das sind sie ja. Echt ein Wunder, dass sie noch laufen. Tja, war halt keiner da, der sie kaputt machen konnte. Okay, Heber, Wube, check den anderen Ausgang und geh durch den Tunnel. Waltz müsste in der Nähe sein. Okay, es geht los. Gute Arbeit, Soldat. Aether! Aether! Die U-Bahn-Basis wird angegriffen! Der Bazar! Sie wollen! Was zum Henker? Die Tür! Ah! Mist! Schluss jetzt. Wir müssen den Strom wieder einschalten. Sicher eine Sicherung rausgeflogen. Hier muss irgendwo ein Sicherungskasten sein. Hey! Ach, komm! Nicht streiten. Was für ein Chaos! Suchen Sie ihn. In der Nähe müsste ein Verteilerraum sein. Ich sagte doch, du sollst draußen bleiben. Du hast mir gar nichts zu sagen. Leute, Waltz könnte hier sein. Konzentriert euch, verdammt! Okay. Wir fahren eben. Wieso muss ich jetzt schon wieder alleine da... Ach, ich fahr... Ich komm, ich fahr gar nicht mehr, Leute. Ich... Wisst ihr was? Ich funktioniere einfach nur noch. Ich mach das Ding jetzt an. Nee, okay, hier nicht. Und... Ja, halt einfach mal eine Klappe und mach einfach. Die wissen schon, was sie tun. Was haben wir denn Schönes? Oh. Okay. Lass uns erstmal ein bisschen gucken. Ist alles irgendwie schon geplündert worden? Okay, wir müssen unten durch, durch den Schacht. Pepper, irgendwas gefunden? Hier sind Kabel. Aber alles unter Wasser. Sieht nicht gut aus, Lieutenant. Die Geräte sind seit 15 Jahren stillgelegt. Suchen Sie weiter. Hoffentlich ist das nicht der Grund für den Kurzschluss. Ach Quatsch, wir werden es schon irgendwie einschalten. Oh, das sind Leichen. Und hier ist ganz, ganz, ganz viel Wasser. Okay, wieso sind hier so viele Leichen? Hier war jemand. Hat das Kabel rausgerissen. Ja, das habe ich auch gerade vernommen, Aiden. Vernommen habe ich das. Nicht, dass uns hier irgendwie einer auflauert, ne? Na gut, dann machen wir das Ding mal rein wieder. Ja, und jetzt? Da lang, oder was? Folgen Sie den Spuren. Ist Tarkon hier durchgekommen? Ich habe es ja kaum bis hierher geschafft. Okay, wir folgen den Spuren mal. Ah, verflucht. Irgendjemand hat diese Tür verschlossen. Ja, natürlich. Ja, und jetzt? Ach, da oben, lol. Let's go, wir gehen weiter. Nicht mit uns, mein Freund, nicht mit uns. Huch. Boah, Alter, was war das für ein schiefer Sprung gerade? Aber es hat geklappt. Hier drin ist jemand. Wer ist es? Schnappt ihn euch! Immer mit der Ruhe. Umzingelt ihn. Die Leute haben irgendwie Stress. Wir sollten ja aber die Sachen noch mitnehmen, oder? Das ist wahrscheinlich wichtig alles. Ist auch noch eine Kiste. Ja, Wodka aus der alten Welt. Oh, lecker. Gorbatschow oder was? Hier sind noch mehr Fußspuren, guck mal. Ah, der hat die Tür verschlossen. Jetzt haben wir da quasi
Oh Gott, die Spuren gehen da lang. Okay. Kommen wir hier irgendwie rein? Keine Ahnung. Sie werden für Lukas bezahlen. Hat sie Jack mit immer noch an der Leine? Sparen Sie sich das für den Richter, der Ihnen dann den Kopf abhacken lässt. Meinen Sie wirklich, dass es so kommen wird, Leutnant? Lukas Tod war bloß der Anfang. Sie geben zu, dass Sie ihn töten ließen? Packt ihn! Warum stört Sie sein Tod so? Macht Ihnen Ihr neuer Posten keine Freude? Neuer Status, neue Aufgaben, neue Chancen? Verdiene ich dafür nicht zumindest ein Dankeschön? Labern können Sie, aber jetzt ist Schluss. Handschellen, Hepper. Freut mich, dass du endlich bei uns bist. Und nun gib mir, was du mir geklaut hast. Gib den Schlüssel zurück, Junge, sonst geht ihr alle drauf. Fuck! Oh mein Gott. Worauf wartet ihr noch? Tötet ihn! Yo, was hat der sich denn spritzen lassen? Das Jüngelchen markiert den großen Macker. Dabei ist er doch noch ganz klein. Nichts als ein kleiner Junge. Oh. Was hat der sich... Wow. Ich bin baff, ne? Wie hat der sich denn... Der hat so an sich rumexperimentiert, dass es jetzt ein Monster ist, oder was? Ein Mutant. Nein. Ach du Kacke. Das war's wohl, ne? Ah, wir sind noch da. Wir leben noch. Der hier ist auch tot. Er hat sie komplett verwurstet. Ist Aether auch tot? Hey, sieh mal da, da bewegt sich was. Der ist doch nicht tot wegen einem Schlag, oder? Sag Bescheid. Hey, mit dem stimmt was nicht. Oh, Scheiße. Oh mein Gott. Na gut. Es kommen natürlich die ganzen Geier und wollen den ganzen... Das ganze Zeug hier natürlich... Wow, was ist jetzt? What the fuck? Alter! Das Game ist so krank. Was zum... Da, mir dreht der Kopf. Das Game ist so krank, ne? Was ist mit mir? Was ist hier passiert? Die sind alle tot. Ich bin in der Autofabrik. Over. Der Schlüssel. Walt hat den GRE-Schlüssel. Oh mein Gott. Das war's, Walt. Dich hole ich mir. Ist Aether tot? Der wurde halbiert von mir. Aether ist tot, oder? Ich weiß es nicht. Leute, wie es weitergeht, erfahren wir leider erst in der nächsten Folge. Leute, wo entwickelt sich diese Story von Dying Light 2 noch hin? So ein krasser Scheiß. Wir haben Walls vor Augen gehabt, der ist auf einmal richtig ausgerastet. Hat wahrscheinlich irgendwas Mutantenmäßiges an sich. Und ich bin auch irgendwie so ein bisschen mutiert. Wie es weitergeht in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Euer Lucien, ciao.